Ich habe eigentlich gar keine Zeit für solche Fans hier. Guten Tag. Hallo, 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 hallo. Guten Tag. Hallo, mein Schatz. Hallo. Kille, 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 kille. Jetzt, welche Verbrecher hatten da draußen sein Auto mit auf die Wies gestellt? Was meinst du, wer ich bin? Ich bin der Klellmut He. Ich bin doch der neue Platzwart hier vom WCV. Und weil die jetzt alle fetzlang hier ihre Sitzungen haben, darf ich mich jetzt auch noch hier rund ums Bürgerhaus um den ganzen Rasen kümmern. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Kille, 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 kille. Jetzt war ich gerade im Handelmarkt da gewesen zum Rasenmähen. Winterschnitt. Muss ja auch gemacht werden, ne? Und da habe ich gesehen, wie irgend so ein Bandit da draußen die ganze Wies kaputt gefahren hat. Das ganze Gras, alles weg, hin. H-U-N-D, ich hab's mir aufgeschrieben. War bestimmt irgend wieder so ein Opfer gewesen. Irgend so ein... Kille, kille, kille. Da schaffe ich den ganzen Sommer, damit das Gras gescheit wachsen tut. Und nur weil irgend so ein Verbrecher so faul ist, 3 Meter zu laufen, darf ich mich morgen wieder hinstellen und das Gras neu einziehen. Kille, 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 kille. Wenn ich jeden Tag das Auto nehmen würde, um in Globus zu kommen, in die Cafeteria, wo gehen wir denn da hin? Hä? Wo gehen wir denn da hin? Adrian, wenn das so weitergeht, dann mache ich das nächste Jahr nicht mehr. Da könnt ihr euch jemand anders suchen. Da könnt ihr von mir jetzt Lupo hinstellen oder irgendjemand. Kille, kille. Was meinst du? Na un, nix na un. Es schützt doch Kaiser unsere Gras- und Wiesefläche hier in Lechtersbach. Ach, red doch nicht so einen Scheiß, die Polizei. Die Polizei, die haben andere Sachen zu tun. Zum Beispiel, wenn nach dem Faschingsumzug irgend so ein Verbrecher wieder besoffen die Verkehrsinsel unterm Bahnhof mitgenommen hat. Jetzt habe ich aber heute gerade in der Bild-Zeitung gelesen, 20% aller Verkehrsunfälle werden von alkoholisierten Autofahrern verursacht. Das bedeutet ja eigentlich, dass 80% stocknüchtern gewesen sein müssen. Das heißt, dass jeder nüchterne Autofahrer 4-mal so gefährlich ist, wie einer, der sich unter vollem Bewusstsein seiner Verantwortung als Autofahrer rechtzeitig vorlaufen lässt. Das muss mal gesagt werden.